Ja, herzlich willkommen beim Flutter Study Jam. Ich darf euch begrüßen im Namen der Google Developer Group Wiesbaden. Ich bin der Volker Kettenbach, ich bin derjenige, der diese Google Developer Group hier in Wiesbaden veranstaltet. Ich darf euch auch begrüßen im Namen von Cybert Media, die so freundlich sind, uns heute ihre Räumlichkeiten und Essen und Trinken zur Verfügung zu stellen. Und vielen Dank an das Team vom Tech Talk, dessen Sendeplatz wir hier sozusagen okkupieren. Denn freitags nachmittags, da ist immer der Tech Talk. Einen kleinen Tech Talk wird es auch geben, weil der Pascal hier zu meiner Rechten ist gekommen, von Google gesendet, um uns Flutter und Dart näher zu bringen. Und dazu wird er uns erstmal eine kleine 30-minütige oder kürzer oder länger. Oder etwas kürzer oder länger. Einen kleinen Vortrag halten, circa 30 Minuten. Sollte es da Fragen geben, die dürft ihr gerne stellen, aber bitte in das Mikrofon sprechen, was wir euch dann weitergeben, weil wir zeichnen das Ganze auf und glaube, wir senden es auch live auf YouTube. Nach dem Talk, da machen wir eine kleine Kennenlernrunde, weil der Pascal euch gerne noch ein bisschen kennenlernen würde und ein bisschen euren Kenntnisstand wissen würde und dann geht es auch schon los mit Coden. In etwa so zwischen 18:30 und 19 Uhr machen wir 20 bis 30 Minuten Pause. Schon vor der Pause kann, wer möchte, hier gerne Brezeln und Spundekäse und Obst zu sich nehmen. Getränke sind in dem Kühlschrank, der da steht. Kaffee gibt es in der Küche, vorausgesetzt man findet einen Barista, der einem einen macht. Und die Toilette, die ist hier um die Ecke. Und wer Interesse daran hat, die Firma Cybert Media noch ein bisschen näher kennenzulernen, die Silke, die da hinten in der Ecke sitzt, die macht nachher gerne noch eine Büroführung durch die Büros, die hier zwei Etagen oben drüber sind. So, soweit, so gut. Und dann kann ich, wenn es keine Fragen gibt, was offenbar der Fall ist, das Wort an den Pascal geben. Wunderbar, vielen Dank. Ich möchte euch heute ein bisschen was über Flutter erzählen und einmal so eine grobe Zusammenfassung, warum ich Flutter persönlich so toll finde und warum es sich absolut lohnt, heute hier teilzunehmen und irgendwie die ersten Schritte in Flutter zu machen oder auch noch ein bisschen hinaus darüber Flutter zu lernen. Genau, das hier ist die Agenda für heute, so wie ich sie geplant habe. Ich werde eine kleine Einführung geben und danach eine kurze Kennenlernrunde. Das ist für mich wichtig, um zu wissen, auf welchem Kenntnisstand ihr seid. Ich möchte das für alle, was dabei ist. Selbst wenn ihr Flutter irgendwie schon gemacht habt, irgendwie schon die ersten Codelabs gemacht habt, habe ich Aufgaben für euch, die euch definitiv challengen werden. Und wenn ihr noch nie Flutter angefasst habt, ist das trotzdem genau das Richtige für euch. Dann fangen wir von null an und am Ende des Tages hat jeder von euch eine funktionierende Flutter-App. Wir teilen deswegen das auf. Als allererstes wollen wir dieses Code Lab machen, dieses normale Code Lab, um Flutter zu starten. Das ist direkt von Google gemacht. Und danach werden wir das Problem angehen, was die meisten Leute haben. So, hey, ich habe jetzt diesen Code geschrieben. Das sieht auch alles ganz schön aus. Aber irgendwie finde ich es komisch, dass meine Logik irgendwie in meinem UI-Code gemixt ist. Kriegt man das nicht schöner hin? Und das ist was von mir. Ja, das kriegt man schöner hin. Das ist sogar relativ einfach. Lasst uns das am besten mal zusammen machen. Die zweite Gruppe, die meint, ja, ich bin schon ein bisschen weiter, so Hello World muss ich nicht mehr schreiben. Das ist alles viel zu einfach. Die fangen gleich mit dem zweiten Teil an. Und die Challenge ist dann, schreibt Tests dafür. Und die meisten hier werden noch nie Tests geschrieben haben und speziell nicht für Flutter. Ja, so viel dazu heute. Zu mir. Ich bin Pascal Welch, ich komme aus Köln zu euch und war vorher noch nie in Wiesbaden, aber ist schön hier, gutes Wetter. Ich arbeite als Freelancer, ich bin nicht bei Google angestellt, ich bekomme keinerlei Geld von denen, aber ich bin ein Google Developer Expert. Das bedeutet, ich bin relativ fit in dieser Technologie und Google ist auf mich zugekommen und gibt mir die Möglichkeit, in verschiedene Städte zu reisen, auf Konferenzen zu sprechen und supportet mich dabei, diese Reisen zu unternehmen. Inzwischen arbeite ich als Freelancer und ich fokussiere mich vollkommen auf Flutter. Und die Leute, die mich ein bisschen länger kennen, die finden das erstmal ein bisschen komisch, denn ich habe 6 Jahre lang Android entwickelt und ich war wirklich leidenschaftlicher Android-Entwickler. Aber an irgendeinem Punkt habe ich gesagt,
Android UI zu bauen, das ist einfach viel zu aufwendig. Wenn ich eine Website baue, geht das in 0, nichts und das sieht irgendwie schön aus. Bei Android brauche ich Tagen, Wochen, bis ich irgendwie eine komische Liste implementiert habe. Mit Flutter hat sich das wieder richtig angefühlt. Ich konnte in sehr kurzer Zeit sehr geile UIs machen und ja, das wollte ich deswegen weitermachen. Willkommen an die Nachzügler. Warum fühlt sich das auf Android so komisch an, UIs zu bauen? Der Grund dafür ist, dass das Android UI Framework relativ alt ist. Wenn wir uns das angucken, Android wurde irgendwann 2003 gegründet und 2008 ist dann die 1.0 live gegangen. Das heißt, irgendwo zwischen dieser Zeitspanne wurde dieses UI Framework geschrieben. Das sind, wenn wir von heute aus gucken, das sind über 10 Jahre und seitdem hat sich daran nichts verändert. Das ist immer noch die gleiche Architektur, wie sie vor 10 Jahren war, vor über 10 Jahren war. Das ist einfach nicht mehr modern. Wenn wir uns da im Vergleich das Web dazu angucken, da kommt jeden Monat ein neues UI-Framework raus. Das ist etwas komplett anderes und alle 2 Jahre kommt auch wirklich ein großer Milestone raus, wo sich wirklich da richtig viel verändert. Irgendwie ein React, ein Vue.js. Da passiert wirklich richtig viel und auf Android, selbst auf iOS, sitzt man da und denkt sich, ich schreibe den gleichen Code, wie ich ihn auch schon vor 5 Jahren geschrieben habe. Und mein Code von vor 10 Jahren läuft immer noch super und ich würde ihn heute noch genauso schreiben. Das ist irgendwie falsch, da ist keine Innovation mehr. Ich habe von dieser Vue-Klasse geschrieben. Das hier ist ein Auszug aus der Vue-Klasse. Ich habe die einfach mal geöffnet. Die hat 29.000 Zeilen Code. Das ist echt viel. Und ich weiß nicht, was es für Coding-Standards in diesem Android-Projekt gibt, aber bei allen Coding-Standards, die ich kenne, ist das zu groß. Definitiv, das ist nicht mehr maintainbar. Ist auch ein Zeichen dafür, dass da nicht mehr viel Innovation passiert. Ich habe mir eine ähnliche Klasse im Flutter-Framework angeguckt. Die meisten Klassen haben da nicht mehr als 200 Zeilen Code und die Hälfte davon sind Kommentare. Und das zeigt einfach mal so den Unterschied zwischen Android, riesige Klassen, und einem Flutter, was irgendwie moderner, mehr modular aufgebaut ist. Hier nochmal der Vergleich von Web oder allgemein UI-Frameworken in der Desktop-Welt. Da zähle ich Web mit dazu, weil sehr viele Desktop-Apps einfach mit Web-Technologien geschrieben sind. Als die Mobile-Geräte rausgekommen sind, 2006 mit Android und iOS, gab es WPF auf der Windows-Welt. Im Web ist dann relativ viel passiert. GWT wurde dann irgendwann durch Angular ersetzt, dann gab es noch ein Angular 2. Irgendwann kam React, richtig geil. Inzwischen gibt es irgendwie ein Vue.js, da passiert wirklich ständig was. Und zu der Zeit, als ich angefangen habe mit Flutter, das war 2016, 2017, da habe ich halt gesehen, was da alles im Web passiert ist und wie wenig auf der Mobile-Seite passiert ist. Da ist nämlich nichts passiert. Bis zu diesem Zeitpunkt ist nichts passiert. Deswegen bin ich auch sofort auf Flutter aufgesprungen und habe gedacht, ja, das ist es. Das ist richtig cool. Inzwischen gibt es auch Innovationen bei den nativen Mobile-Frameworks. Mit Swift UI und Jetpack Compose kommt auch eine Möglichkeit, Declarative UI auf den nativen Plattformen zu schreiben. Aber Flutter, so fühlt es sich für mich zumindest heute noch an, ist viel, viel stabiler. Leute benutzen das heute schon in Production. Bei den anderen Technologien ist das noch nicht so ganz der Fall. Es ist einfach schon viel ausgereifter und man darf nicht vergessen, es ist Cross-Plattform. Ich kann einen Code schreiben, der läuft auf verschiedenen Plattformen, wohingegen bei Jetpack Compose und Swift UI muss ich immer noch zweimal den gleichen Code schreiben und der sieht inzwischen wirklich fast identisch aus, um das gleich auf 2 Plattformen zu machen. Das macht für mich nicht mehr so viel Sinn. Ich glaube inzwischen wirklich, dass Cross-Plattform-UI-Frameworks so wie Flutter gut genug sind, dass man damit wirklich Production-Apps bauen kann. Was bekommen wir mit Flutter oder wie sieht das aus, wenn man mit Flutter entwickelt? Und das war für mich so ein richtiger Aha-Moment, den ihr heute definitiv auch erleben werdet, wenn ihr es noch nicht erlebt habt. Das geilste Feature ist definitiv Hot Reload. Ihr ändert was an eurem Source Code, ändert irgendwie eine Farbe, drückt Speichern und innerhalb von unter einer Sekunde
seht ihr die Changes auf eurem Emulator, Simulator und eurem Handy, was auch immer, was ihr angeschlossen habt. Und das funktioniert super. Diese Technologie gibt es schon seit Jahren im Web. Ich kann mich noch erinnern, dass ich vor 5, 6 Jahren irgendwie schon eine React-Application geschrieben habe und dann auch ein Hot Reloading hatte und das direkt angezeigt wurde, wenn ich meine CSS-Änderung in der IDE gemacht habe. Das gibt es jetzt endlich auch für Mobile und das ist wirklich super. Das erlaubt einem sehr schnell zu iterieren. Hier mal schnell was ändern, da schnell was ändern. Man muss nicht jedes Mal 30 Sekunden bis 60 Sekunden warten, bis der Change auf dem Phone angekommen ist und man sich wieder zum richtigen Screen geklickt hat. Das geht inzwischen alles super schnell und ich würde es nicht mehr missen. Wie ich gesagt habe, das ist alles mit einer einzigen Codebase. Das heißt, ihr könnt auch abwechselnd auf das iPhone packen, dann mal wieder auf einen Android-Emulator und auch euch zwischen den Plattformen angucken, wie sind eigentlich da die Unterschiede. Flutter ist nicht nur ein UI-Framework, um Apps zu bauen, das hat auch ein sehr großes Tooling-Set rundherum. Das macht es auch so schön, das zu starten. Ich sehe hier Macs, ich habe hier ein Linux gesehen, ich habe hier ein Windows gesehen. Das funktioniert alles. Ihr werdet heute mit einem Visual Studio Code arbeiten oder einem Android Studio oder einem IntelliJ. Es macht überhaupt gar keinen Unterschied. Ihr könnt auch einen Emacs benutzen oder so. Das ist alles super. Es gibt für alles irgendwelche Plugins. Falls Leute unter euch sind, die Android Studio benutzen, möchte ich euch aber darauf hinweisen, dass es eventuell schlauer wäre, ein IntelliJ zu benutzen. IntelliJ, die Community Edition, ist auch kostenlos, könnt ihr einfach runterladen. Der große Vorteil daran ist, Android Studio baut auf IntelliJ auf und die brauchen für gewöhnlich 3 bis 6 Monate, bis ein Android Studio fertig ist. Das heißt, wenn ihr ein aktuelles IntelliJ benutzt, seid ihr 3 bis 6 Monate voraus bei dem, was auf Android Studio kommt. Das heißt, so ein IntelliJ ist schneller, hat weniger Bugs, es fühlt sich einfach ein bisschen besser an und ihr braucht diese ganzen Android-Tools gar nicht. Das heißt, ich empfehle euch tatsächlich, wenn ihr ein Android Studio benutzen wollt, macht das, aber ladet euch eventuell auch ein IntelliJ runter und probiert das aus. Das Coole an Flutter ist das UI-Framework. Das ist das, was mich wirklich gepackt hat, weil sie sich wirklich Gedanken gemacht haben, wie schaffen wir es, flüssig auf den Screen zu zeichnen. Nicht nur mit 60 FPS oder mit 90, sondern mit bis zu 120. Eigentlich gibt es da kein Limit. Das Ganze ist möglich, weil unter der Haube die Rendering Engine von Chrome benutzt wird, Skia. Und Skia wird auch auf Android benutzt, allerdings in einer anderen Version. Und es lässt sich nicht direkt ansprechen. Mit Flutter zeichnet ihr jeden Pixel auf dem Screen. Wenn ihr eine Flutter-App ohne Code startet, ist sie erstmal schwarz, komplett. Der komplette Screen von oben bis unten ist schwarz, weil ihr jeden Pixel zeichnen müsst. Ihr müsst dann selber sagen, ich möchte unter der Statusbar diese Farbe haben, unter der Navigation-Bar diese Farbe haben. Das kommt alles von Flutter selbst. Das klingt erstmal ein bisschen strange, weil, hey, wenn ich das in Android mache, dann habe ich eine coole Activity, das wird alles für mich gemacht. Aber das ist sehr, sehr mächtig. Dadurch, dass jeder Pixel gezeichnet wird und man überhaupt gar keine Abhängigkeiten zum Operating System hat, wie dort gezeichnet wird, lässt sich das sehr einfach portieren. Und die Möglichkeit, dass Flutter cross-Plattform ist, ist nicht intentional gewesen. Da ist keiner hingekommen und hat gesagt, wir bauen ein neues UI-Framework und das muss cross-Plattform sein. Sondern die haben sich gesagt, wir bauen ein neues UI-Framework und oh, das ist ja Cross-Plattform, wie konnte das denn passieren? Weil sie fast keine Abhängigkeiten haben. Das Einzige, was Flutter braucht, ist ein Canvas, auf das gezeichnet wird. Und ein Canvas gibt es in quasi jedem Operating System. Es gibt es auf Windows, auf Linux, auf iOS, auf Android, whatever. Ein Canvas findet ihr immer und das Einzige, was Flutter macht, ist so schnell wie möglich, so performant wie möglich auf dieses Canvas Pixel zeichnen. Und welche Pixel, das ist komplett uns überlassen. Wie ich schon gesagt habe, das funktioniert auf sehr, sehr vielen Plattformen. Flutter ist Multiplattform. Häufig wird auch der Term Cross-Plattform verwendet. Der Grund, warum das ein Multiplattform-Framework ist, ist, weil Cross-Plattform so ein bisschen verbrannt ist und sie haben sich einfach einen anderen Namen ausgedacht. Deswegen
immer Multiplattform sagen, dann schütteln da die Leute nicht immer gleich den Kopf. Flutter funktioniert auch auf Embedded. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir, was genau meinen die damit? Ich habe zwar gewusst, dass es ein Projekt gibt, dass man Flutter-Applikationen direkt auf einem Raspberry Pi ausführen kann, aber das hat sich alles so ein bisschen hacky angehört und nicht production-ready. Es gibt aber tatsächlich mehrere Devices, die heute schon mit Flutter laufen, Embedded-Devices, von denen man das nicht denkt. Eines zum Beispiel ist der Google Nest Hub. Das ist ein Smart Display, den ihr kaufen könnt. Gibt es in verschiedenen Größen von verschiedensten Herstellern. Da kann man nicht viel machen. Das ist nicht sehr interaktiv. Man kann sich ein paar YouTube-Videos angucken. Da ist der Google Assistant irgendwie drauf. Aber die ganze UI, die darauf läuft, ist 100% Flutter. Es sieht zwar initial aus, wie ob das irgendwie ein Android ist oder sonst irgendwas. Nein, ist es nicht. Da läuft kein Android drauf. Das ist ein Linux und da läuft Flutter, um die ganze UI zu rendern. Und diese ganze Home-Automation-Sache ist bei Google tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das zeigt auch, dass Flutter keine Eintagsfliege ist, denn es werden superkritische Projekte mit Flutter-Source-Code geschrieben. Wie funktioniert das eigentlich, Apps zu bauen mit Flutter? Und ich möchte euch gar nicht groß mit Architektur langweilen, warum das wirklich beeindruckend ist, was die da gebaut haben, sondern ich möchte euch einmal zeigen, wie das tatsächlich als Entwickler aussieht, wenn man da UI baut. Und als allererstes möchte ich euch ein bisschen Pseudocode zeigen. Das ist noch kein Dart-Code, den ihr heute schreiben werdet. Das ist einfach nur, um die Idee bei euch im Kopf irgendwie festzusetzen. Die Idee ist, dass das Rendern der UI bei jedem Frame einfach nur eine Funktion ist, die jedes Mal aufgerufen wird. Und bei jedem Frame ist wichtig, jedes Mal, also 60 Mal pro Sekunde, 120 Mal pro Sekunde, wird eine Funktion gecallt und dann wird zurückgegeben, was gezeichnet werden soll. Das klingt erstmal relativ imperformant, ist es aber nicht, weil dann auch noch sehr viel Caching möglich ist. Dadurch, dass es eine Funktion ist, die ganze Zeit aufgerufen werden kann, kann man das als sehr funktional schreiben und auch pure Funktion machen. Wer schon mal was mit Functional Programming gemacht haben, pure Funktionen sind deswegen so toll, weil sie keine Side-Effects haben. Das heißt, man gibt etwas rein und bekommt irgendwas zurück. Das ist pur, da passiert nichts anderes. Und das Tollste daran ist, das ist wunderbar testbar. Deswegen heute auch dir eine Aufgabe, dass ihr mal Tests schreibt, einfach um zu sehen, wie toll das ist. Man braucht keine Angst mehr davor zu haben, UI-Tests zu schreiben. Es ist wirklich einfach, es ist einfach nur eine Funktion callen und gucken, was zurückkommt. Kommt das Richtige zurück, wenn ich diesen State reingebe? Kommt das Richtige zurück, wenn ich den anderen State reingebe? Was gibt so eine Funktion zurück? Zum Beispiel sowas. Das hier ist kompletter Pseudocode, das compiled in keiner Sprache. Aber ich glaube, ihr könnt ungefähr sehen, was diese Funktion irgendwie zurückgeben könnte. Sie zeichnet oder sie soll einen Screen zeichnen mit einer App-Bar oben. Und dann haben wir eine Row, das heißt irgendwie zwei oder mehrere Items untereinander. Und dann steht einmal ein Text und unten ein Button. Und wenn wir diesen Button klicken, dann wird Claps hochgezählt und oben in dem Text angezeigt. Das heißt, wir haben oben eine Zahl mit der Anzahl der Claps. Und wenn wir unten einen Button drücken, wird das einfach hochgezählt. Das ist relativ einfach hier für euch zu sehen und wenn ihr das mit anderen Sprachen vergleicht, gerade Android oder iOS, habt ihr wahrscheinlich irgendwie ein großes XML hier mit ganz vielen Properties oder so. Das ist irgendwie ein bisschen was anderes. Das Coolste ist jetzt, wenn diese Funktion aufgerufen wird. Dann werden natürlich alle Variablen resolved. Das heißt jetzt hier zum Beispiel der Text, initial habe ich jetzt mal 0 angenommen, sind die Claps auf 0. Wenn dieser Button jetzt gedrückt wird, verändern sich natürlich die Variablen, der State ändert sich und die Funktion wird einfach nochmal gecallt. Dann ändert sich was. Auf der einen Seite haben wir jetzt nicht mehr Text 0, sondern Text 1. Und diese beiden States sieht das UI-Framework. Das hier ist irgendwie ein Frame und das hier ist der nächste Frame. Und das UI-Framework ist so intelligent, dass es jetzt ein Diffing machen kann. Was war vorher, was war nachher? Und dann möglichst wenige Updates wirklich an die Grafikkarte zu senden. Das heißt, in diesem Fall müsste nur ein sehr kleiner Teil von diesem kompletten Screen gerendert werden. Und das ist dieser Text, der jetzt einen anderen Text zeigt.
Der Rest wird gar nicht angefasst. Das passiert alles, bevor das an die Rendering Engine kommt. So was Ähnliches gibt es auch im Web. Dort heißt es dann irgendwie Virtual DOM oder so. Das Konzept ist das gleiche. Und das macht das Ganze so performant. Denn das Teure beim UI-Zeichnen ist tatsächlich das Rendering, irgendwie auf der GPU oder die Display-List an die GPU zu senden. Davor, was alles irgendwie auf der CPU passiert, irgendwelches Stiffing oder so, ist relativ einfach. Und kostet auch fast keine Zeit. So sieht der Code dann in echt aus. Das hier ist jetzt Startcode oder Flutter-Code. Und ich möchte euch ein anderes Paradigma zeigen, was man in Flutter häufig sieht. Und das ist Nesting. Das Solid Principle, dass jedes Widget, jede UI-Komponente, aber es sind wirklich nur Widgets, nur eine der Ton aus. Jetzt geht er wieder. Ich bewege mich am besten nicht. Jedes Widget hat nur eine Aufgabe. Das bedeutet, wenn ihr einen Text zeigen wollt, weiß dieser Text erstmal nicht, was ein Padding ist. In vielen anderen UI-Frameworks gibt es Text und das hat immer ein Property Padding, dann kann man ein Padding drumherum machen. Bei Flutter gibt es das nicht. Dort sind die separiert, das heißt, es gibt einen Text und es gibt ein Padding-Widget. Und wenn ich ein Padding zu einem Text hinzufügen möchte, muss ich das wrappen. Und das ist ein Pattern, was ihr quasi für alles Mögliche sehen werdet. Wenn ich dann tatsächlich irgendwie mal eine Komponente habe, die ich sehr häufig wiederverwende, dann könnte ich jetzt hier so einen Padded-Text erstellen, der quasi dieses Wrapping irgendwie reused. Und das ist so, wie das auch wirklich funktioniert. Wenn ihr komplexe Komponenten, wie zum Beispiel einen Material-Button benutzt, dann könnt ihr euch den Source-Code anschauen und da wird super viel gerappt. Da gibt es eine Background-Color, da gibt es ein Ding, was die Größe anzeigt, dann gibt es ein Child, was irgendwie den Text darstellt, da gibt es vielleicht noch ein Leading-Icon und irgendwie ein Trailing-Icon und so. Es gibt super viele Properties, aber die Build-Methode komposiert diese einzelnen Properties einfach nur. Die Dokumentation von Flutter ist wirklich gut. Und das ist auch ein Teil, das ihr heute sehen werdet. Zum einen haben wir Code Labs, die wirklich gut dokumentiert sind. Das heißt, wer jetzt eventuell noch Probleme hat beim Aufsetzen von Flutter auf seinem Laptop, wenn ihr das erste Code Lab startet, da ist wirklich genau erklärt, wie ihr Flutter installieren müsst, um wirklich initial mal die App zu starten und dann geht's weiter. Das ist wirklich in allen Klassen so. Ihr findet bei fast allen oder bei den meistverwendeten Klassen nicht nur irgendwie eine Dokumentation, wie das oder was dieses Objekt macht, sondern auch eine Dokumentation, wie man es benutzt, mit Beispielcode, den ihr einfach kopieren könnt, um auszuprobieren. Es sind manchmal Videos verlinkt, es sind manchmal Bilder verlinkt. Es fühlt sich wirklich alles sehr, sehr wertig an, wenn man in diese Dokumentation reinguckt. Und deswegen wird sie auch häufig benutzt. Ich habe gesagt, ich arbeite als Freelancer. Ich gebe aber auch Workshops. Das heißt, falls ihr tatsächlich an irgendeiner Stelle sagt, hey, wir wollen jetzt tatsächlich mal ein Flutter-Projekt machen, aber uns fehlt an einigen Stellen noch die Möglichkeit, dies zu bauen oder wir sind uns unsicher bei dieser Technologie. Ich biete Workshops an für verschiedene Möglichkeiten. Ich komme in Unternehmen, gebe dort Workshops. Ja, falls ihr Interesse habt, behaltet es einfach im Hinterkopf. Könnt ihr mich einfach kontaktieren auf meiner Webseite. Ich möchte damit abschließen, dass Flutter wirklich wichtig ist und für mich ist es so wichtig, dass es ein grundlegender Bestandteil meiner Karriere ist. Ich setze wirklich darauf, dass Flutter erfolgreich ist und ich gehe eigentlich keine Risiken ein. Ich glaube wirklich, dass Flutter the next big thing ist. Dankeschön.